Jetzt sind wir alle vereint. Auf unserem Familienporträt. Im wunderbaren Klostergarten meiner herrlichen Heimatstadt Saint-Germain-en-Laye. Am Tag der Kommunion meiner ältesten Tochter Noël. Von rechts sitzt, gestützt von meiner Mutter, unserer Baby, Bernadette. Während sich mein Vater, meine Schwägerin und Schwiegermutter im Hintergrund anschließen. Und neben mir, natürlich, meine Frau Mart. Und vor uns steht unsere älteste Tochter Noël, verträumt mit einem Körbchen mit Rosenblättern, als traditionelle Gabe zur Erstkommunion. Sinite parvulus venire ad me. Lasset die Kindlein zu mir kommen. Diese Zeile aus dem Matthäusevangelium fiel mir als erstes ein bei dem Gedanken, dieses Ereignis in einem Bild festzuhalten. Und so wartet Noël geduldig darauf, genau wie die anderen Kinder, die mit ihren Eltern im Hintergrund in einer Reihe stehen, dass Jesus Christus sie in den Arm nimmt und auf die Stirn küsst. Ich habe die Christusszene vorab mit Noël erprobt. Ich habe mir ein Chorhemd angezogen, genau so, wie es Jesus auf dem Bild tragen sollte. Wir haben die Umarmung nachgestellt und ich habe die Szene fotografiert. Mehrfach fotografiert. Ich wollte genau wissen, wie der Schatten fällt, wie der Stoff sich verhält, wie die Falten liegen. Und dann habe ich die Szene in das Bild eingefügt. Durch Jesus Präsenz wollte ich unserem Familienbild etwas Heiliges verleihen, eine sakrale Aura. Denn genau darum geht es mir. Der Glaube muss wieder mehr Bedeutung in der Kunst finden. Es geht um die Übertragung der Kräfte der Religion auf die Kunst. Darum, die Menschen durch die Kunst wieder näher zu Gott zu bringen. Deshalb ist mir die Darstellung der Familie, der religiösen Symbole und ihrer Bedeutung in meinen Bildern sehr wichtig. Aber nicht nur mir. Ich habe mit Malerkollegen eine Künstlergruppe gegründet, die sich Lena Biech nennt, die Propheten. Es geht uns um die gemeinschaftsbildende Kraft der Kunst, einer Kunst als zusammengefassten Lebensausdruck. Wir verlangen nach der Einheit von Kunst und Leben, suchen die Vereinigung von Kunst und Moral, Politik und Religion. Wir wollen mit unseren Bildern keine Illusionen herstellen, keine optischen Täuschungen, nein. Wir wollen eine eigene Bildwirklichkeit erschaffen. Der Traum muss Wirklichkeit werden. Und deshalb ist mir die Darstellung der Familie auch so wichtig. Ich möchte die Familienszenen in meinen Bildern ins Universelle erheben und meiner Glücksvorstellung bildlich Ausdruck verleihen, die das Alltagsleben und die Familiengemeinschaft für mich bedeuten. Auch wenn ich oft ein Zweifelnder und Suchender war, so habe ich doch im Kreise der Familie eine neue Ausgeglichenheit gefunden. Die Familiengemeinschaft ist für mich jener ideale Ort, von dem symbolisch die Neuordnung des Universums ausgeht. Und das Neugeborene steht für den Fortbestand der Geschichte, für den Weltzusammenhang. Alles ist Leben. Alles ist das Leben. Das Leben ist alles. Darum geht es. Nun ja. Dieses Gemälde ist sehr persönlich. Und ich wünsche, dass es für immer im Familienbesitz bleibt. Ich hoffe, das wird auch so sein. Nicht, dass unsere jüngste Bernadette eines Tages im hohen Alter auf die Idee kommt, das Bild an ein Museum zu geben. Ein kleines, aber feines Museum am Rhein. Das wäre ja was.